Ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und dieses Video ist meine unabhängige Produktrezension ohne Shops im Hintergrund, ohne Lügen, ohne Werbung in dem Sinne, dass ihr sofort etwas kaufen müsst, von den Tatonka Kettle 1,6, 2,5, 4,0 und 6,0 Liter Volumen. Das sind quasi Edelstahltöpfe für unterwegs und genau dafür haben wir sie in den letzten 2 Jahren auch benutzt, wie die Zuschauer meiner Abenteuerreportage live miterlebt haben, zumindest live in Filmformat, dass ich mit jenen Töpfen quer durch Lappland getourt bin und die dort sowohl über die Campingkocher als auch durch das Lagerfeuer gezogen habe, was man ihnen in jedem Fall auch ansieht. Und in diesem Video schauen wir so einen kleinen Rückblick auch an, natürlich zu jenen Touren. Ich blende da mal ein paar Bilder ein und vielleicht fällt uns das eine oder andere Kocherlebnis noch ein, was wir da gezaubert haben. Den Grund, warum ich mir diese Töpfe überhaupt gekauft habe, das heißt, wie ich dazu gekommen bin, warum ich sie mir also unbedingt zulegen muss tatsächlich. Und das Wichtigste natürlich, Positives als auch Negatives. Ja? Auch wenn es Edelstahl ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Auf dahin, die Tatonka Kettle. Tatonka, wer die Firma kennt, das Unternehmen, ist ja eingangs, hat es eigentlich mal mit anderen Produkten angefangen als jetzt mit Kochgeschirr für draußen unterwegs. Nicht ganz unbekannt dürfte es in jedem Fall aus dem Bereich der Rucksäcke und Taschen doch zumindest sein. Und Tatonka steht aus der Indianersprache der Sioux, ist es abgeleitet für Bison. Ja, das ist ein bayerisches Familienunternehmen, hatte da erstmal nichts mit dem Bison zu tun, aber wie gesagt, das Markensymbol seit 1993 und seit 1980 hieß es allerdings vorher schon anders, Mountain Sport GmbH, und hat eine eigene oder hat eigene Produktionsstätten in Vietnam, die sogenannten Open Factory. Hier auch vor allen Dingen für die Zuschauer meiner Tasmanian Tiger Reviews, die wissen da natürlich entsprechend Bescheid, denn Tasmanian Tiger ist ja quasi ein Tochterunternehmen von Tatonka, die in Vietnam produzieren. Und auch jene, eine riesen Fliege habe ich hier gerade, habt ihr die auch gesehen? So ein, sah aus wie eine Bremse. Heute scheint mal die Sonne, da kommen die alle wieder raus hier, freuen sich die Vögel. Ja, wo waren wir gerade? In Vietnam ist das Ganze hier offensichtlich auch diese Töpfe hergestellt aus Edelstahl. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Kleine Vorgeschichte, wie immer bei mir. Ich war vorher auf meinen Touren unterwegs mit allerlei möglichen Tochgeschirr. Wir haben da natürlich entsprechendes Repertoire mit, da meine Touren, das heißt die geführt mit den Teilnehmern, ja auf nomadischer Lebensweise basieren quasi. Das heißt, wir sind mindestens 3 Wochen am Stück jeden Tag draußen, leben draußen und da ist das Essen ein essentieller Bestandteil des Ganzen. Das bestimmt quasi den Tagesablauf, neben natürlich Sonne, Mond und Sterne, das heißt das Tageslicht selbst, was den Rhythmus vorgibt, ist aber das Essen mit eines der wichtigsten überhaupt. Naja, und da nutzen wir natürlich auch die verschiedenen Quellen, die wir da haben, also nicht nur quasi den Trekking-Kocher, wenn wir irgendwo marschierend unterwegs sind in Form von Wandern, sondern natürlich auch Feuer, die wir uns dazu bereiten. Und am Expeditionsfahrzeug bzw. an den Fahrzeugen haben wir dann entsprechendes Geschirr mit dabei immer.
wie entsprechende Wärmequellen. Und bei mir ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass ich quasi alles an Töpfen und Pfannen irgendwo mit dabei hatte. Das heißt, so ein buntes Sammelsurium, wo ich auch teilweise Sachen von zu Hause mit dabei hatte. Ich wollte nicht unnötig etwas nehmen, kaufen, wo ich mir gesagt habe, das geht für das jetzt auch, wenn wir es auf dem Kocher sind. Da kann ich also quasi kombinieren. Und das waren auch verschiedene Unternehmen, die ich mir da zusammengestellt habe. Also Produkte von unterschiedlichen Unternehmen. Naja, und das Problem war gewesen bei so vielen Dingern, die haben alle nie zusammengepasst, wirklich. Also vom Stauraum, das war mit das größte Problem. Denn Nahrungsmittel bzw. Geschirr sind bei mir mindestens 2 Kisten im Fahrzeug, große. Das ist ein Riesenplatzding. Und da hatte ich mir immer gewünscht, dass ich es etwas kompakter hinbekomme. Denn hier geht es um die Töpfe. Wir haben ja auch noch, siehe mein entsprechendes Video zu den Kochgeschirren, mein Lexikon-Beitrag, da gibt es ja noch die Pfanne. Ne? Ja, und die Töpfe sollten eigentlich relativ kompakt sein. Das war mein Anspruch vom Volumen. Möglichst viel zusammen, und das Ideale wäre gewesen, wenn ich sie ineinander stapeln kann im Fahrzeug. Das würde jetzt vielleicht auch den einen oder anderen betreffen, der vielleicht 2 oder 3 Töpfe im Rucksack dabei hat. Sowas mag es ja durchaus auch geben, wenn man mit der Gruppe groß, wobei ich das denn bei uns eher aufteile, aber ich sag ja, ist alles irgendwie möglich. Naja, also etwas kompaktes Stauraum. Und ich hatte eine Firma damals, die hatte mir 2 Töpfe zumindest, wo ich das zusammen kompakt mache, aber da habe ich die anderen haben wieder nicht gepasst. Ne? Also ich rede hier von Edelstahl. Ne? Und wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her. Und ja, dann habe ich mich mal ein bisschen umgesehen, wo ich mir natürlich auch dachte, zu den Abenteuerreportagen, das ist erstmals verfilmt, da guckst du nochmal, also wollte ich mich nur mal updaten, ob es da mittlerweile auch etwas Neues gibt auf dem Markt. Naja, und tatsächlich habe ich das dann halt gefunden. Ich habe bei Tatonka jene Töpfe, Prämisse ist gewesen, Edelstahl, 100% ohne irgendwelche anderen Anbauteile, als auch, dass ich sie, wie gesagt, ineinander stellen kann. Und zumindest sahen diese Töpfe danach aus. Gewusst habe ich das nicht, aber ich dachte, letztes Mal auf den Versuch drauf ankommen. Ich hatte sie eine Weile beobachtet, weil die preislich nicht ganz günstig gewesen sind. Und leider kam nie ein Sonderangebot rein. Und hinzu kam noch, dass sie auch teilweise schwer erhältlich gewesen sind. Ich habe nicht einen einzigen Shop gefunden, der mir alle angeboten hatte. Das heißt, die gibt es hier in 5 Varianten. Wir sehen jetzt hier 4, aber es gibt noch die ganz kleinste Version. Das hier ist der 1,6 und es gibt noch einen 1-Liter Topf. Und dass ich alle oder mehrere in einem Shop habe, war praktisch also es gab es nicht, habe ich nicht gefunden. Und ja, da musste ich mich also quasi durchsuchen. Und ich habe auch natürlich versucht, wollte ich erst was Gebrauchtes kaufen, weil die ja ziemlich teuer waren. Und habe ich ewig geguckt, also ach, locker ein halbes Jahr, also schon vor der Abenteuerreportage, nichts gefunden. Bis dann mal tatsächlich ein Gebrauchtangebot auf dem Kleinanzeigenmarkt mal rauskam, von wenigstens 2 Töpfen. Und zwar waren das hier die beiden kleineren, das heißt den 1,6er und den 2,5er. Und den hatte ich da zusammengekauft, waren noch 2 Becher waren auch noch mit dabei. Da habe ich zugeschlagen, das müsste so um die 30 Euro gewesen sein. Das war also ganz in Ordnung. Und genau so bin ich dann mit diesen beiden, weil ich es erstmal ausprobieren wollte. Ich habe gesehen, ah ja, die passen ineinander. Das heißt also hier, so kamen die dann auch quasi schon geliefert. Damit war die Sache für mich dann klar. Ich kann den einen Topf in den anderen reinstellen. Das war schon mal positiv, war ich erfreut, und so sind wir ja 2021 auf die Lapplandtour losgefahren. Und dann dachte ich mir natürlich, naja, wenn der 1,6er und der 2,5er passt, dann dürfte wahrscheinlich auch der 4-Liter und der 6-Liter passen. Naja, gucken wir uns das mal an, denn genau nach jener Tour, nachdem wir denn da durch waren, habe ich dann natürlich immer weiter geguckt, weil die großen habe ich immer am Schirm gehabt, aber auch hier wieder keine Gebrauchtangebote, rein gar nichts. Und ich habe dann tatsächlich auch länger warten müssen, bis ich überhaupt mal welche vorrätig in einem Shop gefunden habe. Also ich weiß nicht, was da los gewesen ist bei Tatonka oder vielleicht auch sogar immer noch ist. Es ist schwierig gewesen, sie zu bekommen, und es waren wie gesagt keine Sonderangebote. Aber ihr seht auch schon, das, was ich mir vorgestellt hatte, funktioniert auch. Du kannst die Töpfe hier quasi alle ineinander stellen. Ihr habt da das Matroschka-Prinzip, und jenes gilt ja natürlich logischerweise auch für die Deckel. Das heißt, mit Deckeln 1, 2, 3 und 4. Ja, und schon haben wir
Das ist jetzt, das ist der Nachteil dabei. Es hat sich der Hersteller wahrscheinlich nicht gedacht, dass man es ineinander stellt. Ich weiß es nicht, denn es spannt. Und durch das Spannen und durch das dünne Blech jetzt quasi verformt sich das etwas. Aber das ist nicht bleibend, das ist nur temporär. Ja? Und so habt ihr jetzt quasi 4 Töpfe in einem. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke mal, das würde Sinn machen, dass der kleinste, die 5. Version, die es quasi dann auch noch gibt, man hier ebenfalls noch mit reinstellen könnte, wenn man das denn irgendwo wollte. Ja? Das war also meine kleine Geschichte zum Kaufgrund, wie ich dazu gekommen bin und wie ich es jetzt genutzt habe. Und wie gesagt, die beiden Größen haben wir dann auf der 2. Abenteuerreportage, habt ihr ja denn da gesehen, 2022 kam auch noch der 4er und der 6er hier zum Einsatz. Ich hatte es schon gesagt, die Dinger sind aus 100% Edelstahl und hier heißt das denn quasi, oder ist es das 18-8, ne? Das heißt die Legierung aus 18% Chrom und 8% Nickel. Diese Töpfe haben, wenn sie neu sind, eine Volumenskalierung Intus. Jetzt müsste ich mal schauen, ja, beim Kleinen ist sie noch drin. Die beiden Kleinen sind hier ist es schon nicht mehr drinnen bei dem. Hier sitzt es in einem halben Liter Abstand, ne? Das heißt also 05115 und dann haben wir hier 05152 und 25 die Markierungen hier in diesen Bein. Und das in den beiden größeren, den 4er und 6er, sind die Markierungen im 1 Liter Format. 1, 2, 3 sehen wir hier. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt im Video zu sehen ist. Die Sonne blendet, das dürfte ziemlich schlecht sein. Ja. In jenem hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 das gleiche. Ne? Und wie man aber auch schon sieht, das ist nicht von Dauer, denn spätestens nach ein, zwei Feuern, je nachdem, was ihr denn da drin gebraten habt, die sind hier schon schwächer geworden, die waren auf dem Feuer, noch sind sie da, aber wie gesagt, der hier hat hier schon mal ordentlich gelitten, das war der Eintopf. Der hat hier quasi die Buchstaben mit rausgefressen. Ja, die bleiben leider dann nicht von Dauer dort drinnen. Das Besondere an diesen Töpfen, weil man könnte jetzt sagen, naja, ein Topf ist ein Topf, ja, ihr habt es schon gesehen, der ist der Deckel quasi oder die Deckel hier. Ne? Denn man könnte jetzt meinen, es ist nur ein Deckel, ja? So wie wir das jetzt, also erstmal besteht der Deckel aus dieser Schale und einem Griff. Das kennt man vielleicht auch von anderen Unternehmen, wo man den hier eigentlich reinsteckt. Dann wird er hier, hat er eine Führung mit 2 Löchern und hier mit dem Schieber macht er den dann quasi zu, dass er sich nicht mehr aufspreizen kann und dann ist das auch fest. Ja? Und dieser Deckel ist dann quasi für einen Campingkocher, reicht es in jedem Fall aus, dass ihr hier auch anfassen könnt, ohne euch die Finger zu verbrennen. Das geht. Auf dem Feuer dann nicht mehr, da sollte man dann, also weil natürlich das Feuer größer ist als der Topf, so eine Feuer meine ich natürlich, also wenn der mal ein richtiges, klar, ne? Aber ansonsten funktioniert das relativ gut, da kann man nicht meckern. Er könnte zwar immer manchmal noch ein bisschen länger sein, ja, bei einem Feuer zumindest. Aber hey, bei einem Feuer, da reichen manchmal auch 30 cm näher aus. Ne? Naja, jedenfalls den Deckel, den kannst du einmal ganz normal drauflegen, so wie man sich das denkt, als natürlich als Wärmeisolierung beim Kochen, um Brennstoff zu sparen. Schöne Sache. Jetzt kann ich den allerdings auch, der hat nämlich hier so eine Nut ringsrum umlaufen, das sieht schon, stand es abgesetzt, kann ich den auch andersrum reinlegen, verkehrt herum. Und das finde ich ist eine super praktische Sache tatsächlich, denn hier kannst du jetzt Sachen warm drin halten, um nicht zu sagen, auch parallel kochen, so ein bisschen wie Dünsten in so einem Schnellkochtopf mit Dünsteinsatz. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich funktioniert das tatsächlich. Das heißt, ihr habt jetzt hier irgendwas drin, nehmen wir mal an, ihr macht jetzt hier zum Beispiel Nudeln, ja der Klassiker, Pasta hier, Wasser und so weiter, kocht durch den Dampf, Deckel drauf und hier oben erwärmt er die Soße. Braucht ihr nur einen Topf und ihr habt zwei sind es immer noch, zwei Sachen gleichzeitig erwärmt. Das ist eine richtig praktische Sache, wie ich finde, dass man dran gedacht hat, den Deckel hier rumzumachen. Das ist die eine Sache. Dann, also was den Topf angeht, dann könnt ihr den Deckel gleichzeitig, na jetzt nehmen wir mal ruhig den größeren, damit es auch entsprechend größer rüberkommt, dann kann man den auch noch als Pfanne benutzen. Ne, das hätte man sich jetzt vielleicht auch schon denken können. Wobei ich sagen muss, dass ich das nicht machen musste, da ich ja meine eigenen Pfannen habe. Aber wenn man jetzt nichts dabei hat, das heißt, du bist jetzt mit dem Rucksack unterwegs, denn, oder man hat grundsätzlich keine Pfanne im Fahrzeug, dann wäre das möglich. Wir kommen aber am Ende des Videos nochmal darauf, warum ich es nicht unbedingt empfehlen würde. Aber es ist möglich, sagen wir es zumindest mal so. Ne? Und neben der Pfanne kannst du das Ganze, hat hier 4 cm übrigens Höhe,
und alle Deckel sind gleich. Ja? Bei allen 1, 6, 2, 5, 4 und 6 Liter, die sind alle gleich hoch. Ist nur der Durchmesser unterschiedlich. Ich gehe mal davon aus, dass es beim 1 Liter wahrscheinlich ähnlich sein wird. Und neben der Pfanne kannst du das natürlich, und das habe ich in jedem Fall schon gemacht, als Essteller auch benutzen. Ich bin der Meinung, es war jener hier. Oder es war der ganz große. Es könnte auch der ganz große gewesen sein. Aber ich habe es schon draus gegessen. Haben wir ja auch ein entsprechendes Bild zu. Ne? Ja, also du hast praktisch vier Funktionen für den Deckel. Das ist nicht verkehrt, dass man zumindest daran gedacht hat, hier ein bisschen. Jetzt klingt ja schon wie ein Werbefilm. Ich weiß, was soll ich sagen? Es ist einfach mal praktisch. Ja? Hier kommen wir mal zum Topf. Ja, aber es ist nicht übertreiben mit dem Deckel. Hier kommen wir mal einfach zum Topf. Der hat einen Henkel. Und dieser Henkel, wie man das schon sieht, hat hier oben eine Kerbe drin. Und damit kann man den dann natürlich auch praktischerweise nicht am Finger halten, sondern vor allen Dingen aufhängen, zum Beispiel an einer Kette mit einem Haken dran für zum Beispiel einen Dreifuß. Wäre eine Möglichkeit, wo es dann über dem Feuer kochen könnt, wo der nichts hin und her bammelt. Oder aber ihr könnt, das ist etwas, was wir denn öfter gemacht, also was ich zumindest eher genutzt habe, zumindest auf die Tour, dass ich abends die Nahrungsmittelreste hoch an den Baum gehangen habe, während der kleinen Raubtiere, die vielleicht hin und wieder mal vorbeischauen und uns die Töpfe leer futtern wollen, nachts, kann man den damit auch befestigen, dass er nicht hin und her rutscht. Und ansonsten ist er relativ breit, ist wie so ein breit gestanztes Blech quasi, so ein Blechstreifen, kann man komfortabel tragen. Ja? Also auch wenn er schwerer ist, ist es kein Problem. Ich sage das deswegen, weil es gibt ja auch Deckel, die haben einen einfachen Drahtbügel. Auch die sind jetzt nicht verkehrt, die funktionieren genauso, die haben meistens auch so ein Ding. Und da gibt es auch welche, das hatte ich nämlich vorher gehabt, ein Set von einem anderen Hersteller. Das waren zwei so eine Drahtbügel, die gegeneinander. Fällt der eine nach links runter, der eine nach rechts oder beide halt oben in der Mitte. Ja? Und dieser ist, was das angeht, das kann man jetzt vielleicht schon links und rechts, der lässt sich blockieren tatsächlich. Also, was heißt blockieren? Das ist natürlich relativ. Es gibt hier ist nicht auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten hat der Griff, der Henkel, unten eine Nase. Also ist einmal umgebogen, so dass er hier einrastet. Und wenn der Topf denn, jetzt ist er natürlich voll, jetzt wackelt er mehr, aber wenn ein bisschen was drin ist, dann führt das zumindest so, dass es eine relativ stabile Sache ist. Ja? Das, also es geht, ja, muss ich das jetzt voll vorstellen natürlich. Das gleiche könnt ihr praktisch auch machen, wenn man das Ganze runter macht. Das heißt, es steht auf dem Feuer, Deckel ist jetzt drauf quasi, ja? Und ihr kocht das auf dem Feuer, wäre ja ungünstig, oder auf dem Campingkocher, ist fast ein ähnlicher Effekt. Wäre jetzt blöd, wenn er an der Seite hängt, der wird dann nämlich heiß. Das heißt, man kann den hochstellen und drückt ihn dann runter. Und jetzt sollte man natürlich nicht bewegen, ja. Und dann bleibt er, ist schon in alles ein bisschen verbogen natürlich. Einmal durch meine Stecksache und dann durch die heißen Feuer. Ja? Aber so grob passt das noch, dass man ihn dann, dass er dann so bleibt. Ne? Und du kannst trotzdem noch, während der Deckel steht, der Henkel steht, kannst du noch den Deckel rausnehmen. Ne? Aber wie gesagt, je rabiater man das quasi auf dem Feuer benutzt, desto mehr verformt sich das natürlich, wenn man denn in den warmen Zustand vielleicht auch noch etwas schwieriger. Das betrifft aber nur die wenigsten wahrscheinlich. Dann komme ich mal zu den technischen Daten der Töpfe. Vielleicht das Interessanteste für jemanden, wenn er so zumindest mehrere davon hat oder zumindest die vier, die ich hier zufälligerweise habe, ist, wiegt dieser Stapel von den vier Töpfen mit den vier Henkeln dazu knappe 3 Kilo. 2¾ Kilo ist dieser. Ich finde, ne, also das, wenn man bedenkt, dass das Edelstahl ist, das ist nicht besonders viel jetzt im Vergleich zu, wenn man nämlich Küchentöpfe in jenen Volumen nimmt, das wird, kann ich euch sagen, deutlich schwerer. Ne? Und das Ganze mal im Einzelnen abgemessen oder jetzt hier mal angegeben bei mir auf der Webseite. Habe ich den entsprechenden Lesebeitrag, den es natürlich auch schon gibt, parallel zu dem Video ist schon veröffentlicht. Da findet ihr eine Tabelle, wo alle 5 Töpfe nebeneinander verglichen sind mit den entsprechend einzelnen Werten vom Gesamtgewicht, Gewichtdeckel, Gewichttopf, den Gesamtmaßen, Maßdeckel, Maßtopf, alles quer zusammen. So viel müssen wir jetzt hier nicht nennen. Ich bleibe hier nur auf den wichtigsten und das wäre, denke ich, das Gesamtgewicht und die gesamten Abmessungen. Ne? Das nennen wir hier mal. Also wie gesagt, die 1 Liter Variante habe ich nicht, aber da gibt Tatonka an 340 Gramm und der wäre dann 14,5 im Durchmesser und 10,5 in der Höhe.
Diese 1,6 Liter Variante ist hier 17,5 und 11,5 in der Höhe. Das heißt, man sieht da schon, der kleine 1 Liter, der würde hier ganz sicherlich genauso reinpassen wie der in den und der in den und der in den und der in den und so ist. Das werden wir da sehen. Und das ist der 1,6er und der wiegt hier 460 Gramm zusammen mit dem Henkelchen hier. Der 2,5er, den haben wir hier mit 580 Gramm. Hat vom Maß 20 breit und 12,5 hoch. Ne? Der, gucken wir, ob das hier nebenan da hingestellt bekommen, dass es nicht umkippt. Der 4 Liter wiegt hier schon 770 Gramm und ist hier 23,5 mal 14. Ne? Passt in jedem Fall, immer hier mit ihm hier zusammen. Der wiegt ungefähr übrigens 23 Gramm. Den Griff habe ich ermittelt, ja, 20 bis 25 Pi mal Daumen. Das rutscht hier, das hält nicht. Dazu ist mein Klotz senkt sich hier immer weiter ab, es wird immer schiefer. Und der große, hier sind wir schon bei fast einem Kilo, 975 Gramm, das Stück hier so. Und das sind 28,5 mal 16. Ne? Ihr habt damit 28,5, ist quasi also schon eine vollwertige Pfanne. Ja? Während das hier, der 4 Liter, allerdings auch schon eine gute Pfanne ist, im Maß von genau halt jenen 23 Zentimetern. Ja? Also mit den beiden, die kann man tatsächlich, könnte man von der Größe als vollwertige Pfanne nehmen. Wobei, wie gesagt, das hier natürlich auch eine Pfanne ist, aber da passen jetzt ein paar Speckstreifen rein irgendwie. Ja, und für eine Person, kleine Pfanne. Ja? Das ist also, der Effekt wird dann umso größer. So viel also zu den technischen Daten. Und um das hier, wie gesagt, noch ein bisschen aufzulockern mit den Erfahrungen, die wir mit den Töpfen gesammelt haben. Das heißt, wir blicken, machen wir immer so einen kleinen Fotorückblick zu den Essfressgeschichten, die wir damit erlebt haben auf den beiden Touren. Ich würde da mal anfangen am Tolosjoki mit unserem schönen riesengroßen Feuer, was ich da uns zubereitet habe. Auf dem Riesenklotz direkt an dem kleinen Bächlein war ein Nebenfluss vom Ivalojoki in Finnisch Lappland dort gewesen. Haben wir ja 2 bis 3 Tage, 2 waren es gewesen, beziehungsweise mit dem dritten Rhein da verbracht. An diesem sehr ja, feuchten, aber dennoch sehr einsamen, teilweise nachts schon fast gruseligen Ort. Und da gab es dann unter anderem Brühwürste. Das habe ich in einem kleineren Topf gemacht. Das müssen wir mal von den Fotos vergleichen, ob es jetzt der gewesen ist oder ich bin fast der Meinung, es war der 1,5er, ja, 1,6er hier. Jedenfalls haben wir Brühwürste gemacht. Das war dort Rentierwurst mit Rindfleisch drin. Und parallel gab es dazu auf meiner Eisenpfanne den Pfannenkäse und auch Kartoffeln habe ich gekocht. Das allerdings für den nächsten Tag schon vorgekocht für einen Eintopf. Das in einem der größeren Modelle, bin ich der Meinung. Ja, so Pi mal Daumen. Ne? Das war quasi am Tolosjoki gewesen, die Geschichte. Dann hatten wir am Inari-See. Da habe ich einen kurzen spontanen Halt in der Mittagssonne gemacht, so wie wir es jetzt hier heute auch gerade haben, die Mittagssonne. Nur war es da noch ein bisschen kühler. 3 Grad hatten wir nämlich nur. Ich musste das Zelt trocknen und die Zeit habe ich genutzt beim Zelt aufbauen. Also während das da ein bisschen in der Sonne vor sich hin gedunstet hat, habe ich uns ebenfalls wieder Brühwürste gemacht. Rentier, das war die andere Variante. Da war Rentier mit Schwein, wenn ich mich recht entsinne. Die war nicht ganz so gut wie die mit Rentier mit drin. Das weiß ich in jedem Fall noch. Ne? Und abends hatten wir dann, das ist natürlich das absolute Highlight gewesen, am Sulojärvi habe ich da den Eintopf flambiert, nachts beim Polarlicht, in der Eisenpfanne. Und wo ich dann alle Zutaten einzeln zusammen gekocht hatte, gebraten, das heißt natürlich das Rehenfleisch, als auch die Pfifferlinge und was wir sonst dabei hatten, kam das dann quasi in einen Topf rein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher von denen gewesen ist. Ich bin der Meinung, es war er hier. Ja? Weil das ist nämlich der Topf, der keine Volumenskalierung mehr hat. Ja? Wo wir hier wirklich den 2,5er, den habe ich quasi am meisten mit vergewaltigt, kann man so sagen. Und den muss ich auch am härtesten von allen schrubben, dass der überhaupt so aussieht. Ja? Dass man ihn noch... Der hat schon am meisten gelitten. War übrigens auch schon, als ich die... gekauft hatte, diese beiden. Da war der auch schon, also die Vorgänger haben den nur auf dem Gaskocher benutzt. Da war wunderbar aus, da war gar kein Ruß dran. Ne? Aber man hat zumindest gesehen, dass der Kleine noch in einem besseren, der war fast unbenutzt. Ja.
also sieht man schon, wie so der Einsatzzweck zusammenkommt mit den Größen. Ja? Das hat der Vorgänger wahrscheinlich nicht ähnlich gemacht wie ich jetzt, nur dass ich nochmal einen oben drauf gelegt habe. Dann hatten wir, wie gesagt, den Rentöf am Solojavi. Im Fulufelep-Nationalpark Schweden wieder rübergerutscht, deutlich weiter Südwesten, habe ich mich in den Töpfen gewaschen. Also was heißt in den Töpfen? Ich habe mich aus dem Eimer gewaschen und ich habe dort Wasser warm gemacht und das müssten genau jene beiden größten Töpfe gewesen sein. Das hat nämlich ewig lange gedauert. Ich habe da den, die beiden Trekkingkocher, einmal den Optimus Vega und einmal den Optimus Polaris befeuert und habe hier, hat ewig gedauert, weil Edelstahl, ja, eiskaltes Wasser. Aber ich war hinterher wieder sauber. Ich habe das dann beides in den grünen Eimer reingekippt und mit ein bisschen kalten aufgefüllt. Es ist relativ schnell abgekühlt, ja, aber es hat mir erstmal ganz kurz, ich habe Katzenwäsche. Ja, ich stand dennoch in dem Eimer drin, halb, ja, mit einem Fuß immer. Haben wir uns also auch gewaschen mit den Töpfen, Wasser warm gemacht, ganz einfach. Im tiefsten Nationalpark, beziehungsweise kurz davor, habe ich nachts eine Pasta gemacht. Da kann ich mich auch noch erinnern. An dem Holztisch, den ich mir da am See zurückgerutscht habe. Wieder eine Pasta, aber noch deutlich besser, gab es im Store Mosse Nationalpark, direkt abends im Moor, in diesem Gruselnebelding. Ne? Da sieht man auf dem Bild, denkt man jetzt, was denn, der sitzt da nur auf dem Schotter. Der Schotter, den man da sieht, war wie gesagt nur die Fläche, wo das Fahrzeug stand, da die, was weiß ich, 30 Quadratmeter. Links und rechts davon war Moor und genauso hat auch dieser Elchtopf geschmeckt. Die Elche sind da ja tatsächlich, haben wir ja auch gesehen, sind rumgelaufen, nachts vor allen Dingen. Und ja, das waren wirklich sehr leckere Pasta, da habe ich noch sehr viele frische Zwiebeln geschnitten. Dann hatten wir ebenfalls im Store Mosso in der einen Hütte natürlich, wo dann ich in einem... wo ich auf dem Holzofen den Topf aufgestellt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher war es. Es müssten die beiden gewesen sein, ja? Schlag mich tot. Der eine war zumindest die Pasta drin und der andere waren die Nudeln drin. Ja, wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Oder es waren die. Na, jedenfalls waren es zwei Töpfe, die ich da etwas angewärmt hatte. Und eigentlich wollte ich darauf kochen, aber es hat so ewig lange gedauert auf dem Ding. Und da ging ja dann quasi meine Brennstoffkartusche undicht, wo ich dem Benzinkocher etwas nachgeholfen habe und wir diesen kleinen Flächenbrand in der Hütte entzündet haben. Eigentlich ja weniger schöne Sache, ja. Da war der Holzofen war deutlich sicherer gewesen. Na, auch so ein tolles Erlebnis. Was hatten wir? In Jokkmokk natürlich das Elchfilet von unserem einheimischen Sami, Opa Elch, ja, den ja vorher den Bullen geholfen habe, oder Jungen ist ja gewesen, fast noch, ne, abzuladen oder aufzuladen auf seinen Quad und er uns dann dafür als Gegenleistung abends das beste Stück aus dem Arsch hinten rausgeschnitten hat. Wahnsinniges Teil. Und dafür bin ich ja extra nochmal bei Jokkmokk in ICA gefahren und habe ordentlich die frischen Zutaten geholt. Ne? Das war wirklich ein Festmahl. Das ist ja für drei gereicht, das Fleisch, was wir da hatten. Und da kann ich mich in den Sinn, aus jener Schale hier das Ganze gegessen. Dann hatten wir im Töfsingdal Nationalpark, auch kurz am See gewesen, auch wieder so ein riesengroßes Feuer aufgestapelt, so ähnlich wie quasi am Tolosjoki. Da habe ich auch mehrere Sachen parallel gekocht, für mehrere Tage im Voraus schon. Das heißt vorgekocht, wie man das ja nicht selten macht, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das nutzen. Und die Temperaturen haben es zumindest hergegeben, dass ich die Sachen auch eine Weile mitnehmen konnte unterwegs. Ne? Und last but not least, was mir dazu den Dingern noch einfällt, wir haben die Töpfe auch benutzt auf dem Solostof. Das heißt auf dem Holzkocher natürlich ebenfalls. Auch wenn ich für den Holzkocher separate Töpfe habe, wo ich den Kocher auch praktischerweise reinstellen kann, das ist auch so ein Matroschka-Prinzip hier, war da allerdings der Eintopf ja schon fertig. Und das hatten wir ja hier, hatten wir hier dem Merlin angeboten. Ich hatte es ihm schon gesagt, allerdings, dass der ein bisschen älter ist. Aber er hat uns beiden dennoch gemundet. Das war der Solostof, den wir da mit Rentierkot gefüttert haben. Ja, das sieht er, ja. Das sind so Geschichten, dass man da geht es ja auch bei mir auf dem Kanal drum, dass man eine Bindung zu den Produkten aufbaut. Dass es hier nicht geht um einen sinnlosen Kaufrausch oder Wahn. Hauptsache ich habe was, stell mir das hin und benutze das nie. Ich denke, man kann das... Ich habe sie noch nicht mal fotografiert, nachdem sie jetzt... das ist alles, was ich jetzt sauber putzen konnte, mit Stahlschamm quasi. Na, weiter habe ich es jetzt nicht bekommen. Die kleben sogar innen noch, der hier oben noch etwas im Rand. Ich weiß nicht, ob man das auch sieht. Und der hier klebt von allen am meisten tatsächlich.
Das ist die natürliche Patina, die hier einfach drin bleibt, der Rest von Lappland. Und man sieht es auch innen auf dem Boden natürlich. Es ist ordentlich angebrannt, genauso wie es... So ist das halt, ja. Und so bleiben die aber auch. Ich habe nicht den Anspruch, dass sie glänzen müssen, denn das sind die Erinnerungen. Denn solange die Dinger schwarz sind, werde ich nicht vergessen, was da drin gegessen habe. Ne? Ja, eine schöne Sache. Ich freue mich auch im Nachhinein, wenn man über sowas, wenn man sich daran noch erinnert, waren tolle Erlebnisse, denn Essen ist immer mit das Wichtigste auf der Tour. Auch wenn das Wetter mistig ist, wenn man irgendwelche Erlebnisse hat, die, ach, eigentlich haben wir immer gute Erlebnisse unterm Strich, das kann man ja nichts anderes sagen. Waren immer schöne Sachen gewesen, aber mit dem Essen kann man es immer noch mal toppen. Und da ist natürlich das Geschirr, wo man es drin zubereitet, der Kocher, auf dem man es zubereitet, das Feuer und so weiter. Das sind natürlich Dinge, an die man sich dann natürlich auch erinnert. Ja? Nicht selten geht das irgendwo mal unter, wie zu Hause. Ne? Ihr nutzt 30 Jahre die gleiche Bratpfanne, habt ihr nie drüber nachgedacht. Und dann werden irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen, die man einmal teuer gekauft hat, super gehypt und in den Vordergrund, ja, irgendein Grill vielleicht, zeigt mal den Nachbarn, na guck mal, was ich mir gekauft habe, 699 Euro, den super Schiebehocker, kommt dreimal im Jahr zum Einsatz, aber die Pfanne, die ihr schon seit 30 Jahren komplett rumgehurt habt, der habt doch noch nicht mal einen müden Augenzwinkern gewidmet, ja, und wir machen das hier, wir widmen hier allem etwas und deswegen natürlich auch jene Töpfe. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, ne? Bevor wir jetzt hier zu schön das Ganze reden. Nichtsdestotrotz fange ich erstmal mit dem Positiven an. Ich hatte schon gesagt, Edelstahl ist natürlich das Qualitätsmerkmal bzw. das Charaktermerkmal, so neutral gesagt, weswegen ich es ja habe. Weil es so universell ist, dass ich sowohl auf dem Kocher als auch auf dem Feuer und zwar ohne Kompromisse nutzen kann. Ich muss mir nicht um irgendwelche Temperaturen Sorgen machen. Das heißt, Edelstahl ist robust und rostfrei. Weitestgehend rostfrei, auch wenn es ein 18,8 ist, nicht 18,10. Nichtsdestotrotz ist es auch lebensmittelecht hier in diesem Sinne. Das heißt auch... so saure Sachen, dass es das angreifen könnte, haben wir hier noch nie gemacht und das wäre eher ein Ding für die heimische Küche. Ja? Also von daher ist es hier, wir hatten noch keine, was das angeht, schlechten Geschmäcker hier drin. Es ist, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Edelstahl mit draußen nutze, zum Thema der Robustheit hinzu. Es muss robust sein, nicht nur wegen des Feuers und wegen der ganzen Rappelage draußen und so weiter, sondern wegen dem Reinigen. Denn da gehen wir ja mit allem Möglichen ran. Der Klassiker ist natürlich Flusssand. Ja, was festgebackt ist, kommt da ordentlich Sedimente rein, Kieselsteine und dann wird gerieben mit noch ein bisschen Gras drin, bis die Hand natürlich erfroren ist vom kalten Flusswasser, keine Frage. Und dann wird ordentlich gerieben, dass es rausgeht und da würdest du irgendwas Beschichtetes haben oder aus Aluminium. Ich hatte es in meinem Kochvideo, dem großen Geschirrvideo gesagt, dann würden wir das da kurz und klein reiben auf diese rabiate Art und Weise. Ne? Es ist halt nun mal die Wildnisküche. Und da ne, ist hier eindeutiger Vorteil von Edelstahl. Es ist, wenn man sie alle ineinander stapelt, das, was ich anfangs gemacht habe. Wollen wir das jetzt nochmal machen? Ich weiß nicht, ob ihr es nochmal sehen wollt, wie schnell es geht. Es ist platzsparend. Ne? Machen wir das ruhig mal nochmal. Dass ihr auch gesehen habt, was einmal geht, geht nochmal. Der passt schon ein bisschen besser hier. Das ist das Interessante daran. Ne? Also wer es jetzt mal ganz genau wissen will, den 4 Liter musst du hier reindrücken mit dem Henkel. Seht ihr? Ja, das passt eigentlich nicht. Das heißt, du drückst den 6er ein bisschen auseinander. Dann passt es. Der 4er ist aber quasi noch rund. Und in den 4er passt wunderbar rein der 2,5er. Ist kein Problem. In den 2,5er allerdings wieder passt der 1,6er nicht rein. Muss also den 2,5er wieder ein bisschen drücken. Und dann sitzt der. Aber den drückst du nicht ganz so doll wie den... Wie den 6er. Also den größten musst du hier am meisten drücken. Das heißt, wie man sieht, die Abstufungen sind nicht 100% in denselben Intervallen. Aber nichtsdestotrotz, das war es ja, es passt hier. Der Deckel hat oder die Deckel haben eine sehr praktische, wir hatten es hier, Vierfachfunktion. Da kann man absolut nicht meckern, das finde ich sehr gut. Und das Ganze ist last but not least, wie man schon sieht, in der entsprechenden Größenauswahl vorhanden. Ich bin der Meinung, es gibt hier für jeden Topf und es gibt so viele Töpfe, also insgesamt 5 Stück, dass man den kleinsten, ich zumindest, gar nicht mehr brauche. Also für mich gibt es quasi schon zu viel. Ich kaufe mir den kleinsten jetzt nicht, damit ich das Sortiment voll habe, da sehe ich keinen Sinn drin.
Aber ich denke, 6 Liter, das muss man erstmal voll kriegen. Ja, wie gesagt, ich nehme das auch für eine Tour, eine Gruppe mit zum Kochen. Das ist jetzt keine Konkurrenz zu unserem Dutch Oven. Das sollte man nicht verwechseln. Ne? Für Sachen, die aber in einem Wasserbad schwimmen und so weiter. Kartoffeln, der Klassiker. Ne? Also ich finde, die Größenabstufung ist passig und auch, wie gesagt, die Auswahl, das ist auch positiv. Nach den Vorteilen, nun zu den Nachteilen der Töpfe. Aus dem allgemeinen Defizit beim Edelstahl der schlechten Wärmeleitfähigkeit, die hier in jedem Fall zu einem höheren Brennstoffverbrauch auch führt, ergibt sich natürlich auch, dass die Speisen eher neigen dazu anzubrennen. Wenn ich jetzt natürlich nur Wasser reinmache und macht man Kartoffeln, dann ist natürlich kein Effekt. Ja, aber ich sag ja, wenn man in der Pfanne jetzt zum Beispiel etwas brutzeln würde oder ich knall hier Gemüse rein in diesen Topf, braucht es immer mehr Trennmittel. Das heißt, ihr müsst in einem Edelstahltopf, vor allen Dingen wie gesagt in einem dünnen, entsprechend mehr Öl benutzen, wenn es um etwas geht, was nicht anbrennen darf. Und um das zu vermindern oder mindestens mindern. Ganz vermeiden kann man es nicht, aber man könnte dieses Defizit deutlich verbessern, wenn man hier hätte einen Sandwichboden eingebracht. Nicht zum Essen, sondern hier genau ein besseres, wärmeleitenderes Material, wie zum Beispiel Aluminium. So wie ihr es ihr auch in allen Edelstahltöpfen zu Hause auf dem Küchenherd habt. Das und so wie ich auch letztens gerade erst vorgestellt hatte, die Edelstahlpfanne, die ich dort ebenfalls benutzt hatte, meine Pathfinder Skillet with Lid, die genau jenen Sandwichboden integriert hatte, weswegen nämlich sie sich dann deutlich besser und schneller und gleichmäßiger erwärmt hatte. Und genau das würde ich mir bei diesen Töpfen hier auch wünschen. Fürs Feuer ist es fast irrelevant, könnte man sagen. Zumindest was das schnelle Aufheizen angeht. Denn beim Feuer ist immer mehr als genug Energie vorhanden. Aber bei einem Campingkocher, da ist es ja wohl extrem relevant, wie viel Brennstoff ich da verquase. Und das ist etwas Negatives, muss man einfach mal sagen. Ne? Und mit so einem dickeren Boden brennt denn auch natürlich etwas weniger an, weil die Flamme nicht so voll durchhämmert auf diesen Punkt, ja, Wärmeleitung wieder. Also grundsätzlich, in jedem Fall wäre das günstig gewesen und ich bin der Meinung, bei den Preisen von den Töpfen, komme ich jetzt gleich nochmal zu, habe ich nämlich bis dato noch gar nicht genannt, wäre das durchaus noch drin gewesen, würde den Brei hier nicht fett machen, meiner Meinung. Der nächste allgemeine Nachteil beim Edelstahl, das trifft wahrscheinlich nur die allerwenigsten Menschen und auch nur in den allerwenigsten Fällen zu, dass der Geschmack etwas, neutral säuerlich sein könnte, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt. Es ist nicht immer für jedes Nahrungsmittel das optimale Geschirr, aber das ist, ich sag's der Vollständigkeit halber. Ne? Ansonsten trifft vielleicht noch eine R zu, das weiß ich nicht, wer betroffen ist von einer Nickelallergie. Denn natürlich in 18,8, ich sagte, sind hier 8% Anteile Nickel enthalten, die sich zumindest bei sauren Speisen, also überdurchschnittlich sauren Speisen, besteht die Gefahr, dass sich das leicht rauslöst. Deswegen löst sich das Edelstahl auf, keine Sorge. Aber für einen Allergiker ist es möglicherweise, ich bin keiner, ich weiß es nicht, aber ich habe es mal gehört, dass es da in jedem Fall relevant wird. Das sollte man zumindest beim Edelstahl wissen. Allgemein ist das. Ne? Und ansonsten, um den Topf nochmal spezifisch zu erwähnen, diese Volumenskalierung, die wir hier haben, ja, die ist, da sie leider nur aufgedruckt ist, ne, ist sie in jedem Fall nicht von Dauer. Also ich halte eine Farbe, die man hier aufbringt, eine Lackierung auf einen, wie auch immer das hier reinge, das kann ich sagen, aber wie gesagt, es ist halt nicht gestanzt, geprägt. Das wäre die haltbarere Variante, die natürlich etwas aufwendiger ist, kann ich mir vorstellen. Aber hier ist es einfach so, seht ihr ja bei dem, hier ist nichts mehr drin. Ja, natürlich, wenn das einmal Ding richtig ausgewischt werden muss, halt mit jenem Flussern und einem Stahlschwamm oder auch mal zu Hause, dann kratzt er das Ding raus. Ja, und hier ist es schon weg. Bei dem Kleinen ist er nur noch zur Hälfte da. Bei dem Vierer ist er, da ist noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Und am Großen ist er noch am meisten mit vorhanden. Da sieht er am frischesten aus, weil ich hier fast überwiegend nur Wasser drin gehabt habe. Ja, ja, das heißt also, die Skalierung wäre schön gewesen. Letzter Nachteil, made in Vietnam. Das heißt, die
lange Transportwege wegen der Nachhaltigkeit. Tatonka wirbt ja mit seiner Open Factory hier natürlich auch in ihrem Shop alles mit Green, Green, Green. Ne? Wir hatten das, diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Aber wenn ich etwas einmal quer um die Welt schippere, da weiß ich nicht, wie viele grüne Zertifikate ich mir da kaufen muss, um mir die Sache wieder schön zu reden. Ja, es handelt sich hier um einen Blechtopf. Anders kann man es nicht sagen, auch wenn es Edelstahlblech ist, den hätte man auch in Deutschland herstellen können. Na, dann wäre zumindest der Transportweg innerhalb Deutschlands kürzer gewesen. Und da sind wir jetzt nämlich schon bei dem, das hier nochmal kurz zusammenzufassen oder das Wichtigste, was vielleicht fehlt, den einen oder anderen interessieren dürfte. Der Preis ist heiß, ne? Ich sagte es ja, wenn man hier den Sandwichbohnen reingebracht hätte, hätte die Sache möglicherweise gar nicht viel fetter machen können. Für das kleinste Modell, was ich nicht habe, wie gesagt, die 1-Liter-Variante ruft Tatonka 35 Euro auf. Für diesen hier 40 Euro. Für 1,6 Liter 40 Euro, das muss man sich mal reinziehen. Dafür kriegst du den Küchentopf ganz locker mit Alubohnen, der ebenfalls auch aus Asien kommt. Ja, na klar. Das sollte man immer dazu wissen, das ist ja nicht made in Germany. Ja? Hier, 50 Euro für die 2,5er. 60 Euro für den 4,0er. 70 Euro für einen 6 Liter Blechtopf. Für 70 Euro kriege ich einen Kupfertopf. Also einen gebrauchten, ja, ich weiß. Aber das sind Preise. Da muss ich echt, da die habe ich. Und ich glücklicherweise habe ich ja, wie gesagt, diese beiden hier gebraucht bekommen. Für 30. So waren es Pi mal Daumen. War es jetzt inklusiv oder exklusiv Versand? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber so ungefähr. Ich habe ja auch die Tassen wieder verkauft, die beiden. Da habe ich nochmal einen Zehner. Die Versandkosten hatte ich also wieder raus. Ne? Das ging so. Ja? So können wir sich das vorstellen. Aber die ja tatsächlich. Ich habe für den nicht 70 bezahlt. Ich bin der Meinung, es waren 60, weil er im Angebot war. Aber es war nur einer vorhanden. Danach war der Shop ausverkauft. Und der hier war, wie gesagt, von den 60 habe ich auch nicht. Lasse beide knappen Zehner weniger gewesen sein, wo ich sie tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz finde ich das für einen dünnen Topf, wo nichts weiter dran ist, außer, wie gesagt, Gepressdeckel, zickzack. Und das muss man immer dazu sagen. Auch wenn die Arbeitsbedingungen möglicherweise sozialer sind, was ich dann gerechtfertigen kann, natürlich, wenn der Mitarbeiter da mehr Geld bekommt, aber das weiß ich nicht. Das sagt oder das suggeriert Tatonka. Bis ich das nicht mehr mit meinen eigenen Augen gesehen habe und mit dort einem Vietnamesen gesprochen habe, bin ich da vorsichtig. Ne? Und deswegen sage ich hier einfach mal, in meinen Augen ist es etwas zu teuer. Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Essen, ja, schön, der Rentiertopf, ja, das Fleisch war eigentlich noch teurer als der Topf möglicherweise. Das kann man so jetzt schlecht sagen. Ja? Also die Relation nicht setzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich überlege, und das ist nämlich der Punkt, für das Geschirr, was ich vorher benutzt habe, das war deutlich umständlicher, ja, aber es hatte einen Sandwichboden, also einige davon in jedem Fall, weil es hier die Küchendinger gewesen sind. Und es war dicker vom Material und hochwertiger, noch langlebiger verarbeitet. Ja. Und da habe ich nicht mehr für bezahlt, weil die hat sie mich auch gebraucht. Ja, das sollte man also dazu wissen. Und ansonsten, um das Ganze zusammenzufassen, diese Topfgeschichte hier, erfüllen die Töpfe den Zweck. Das, was sie machen sollten bei mir, und das war ja mein Kaufgrund, ich wollte alles platzsparend ineinander gestellt haben, so dass ich im Auto, man könnte das jetzt natürlich auch im Rucksack transportieren, wenn man das wollte, das wäre ja natürlich auch, aber ich sagte ja, dafür habe ich mitunter manchmal auch andere Dinge, hat es genau das erfüllt, was es sollte, und damit bin ich auch trotz des hohen Preises bin ich dennoch zufrieden mit den Töpfen. Kann man nicht sagen, solange sie, wie gesagt, noch halten. Und man sollte vielleicht auch immer dazu sagen, dass ich sie richtig hart rangenommen habe. So ein Feuer macht bis 1000 Grad Celsius, das kann man so sagen. In der Flamme hatten wir in jedem Fall locker über 500, 600 Grad. Und sie waren nicht ein- oder zweimal, sondern mehrfach und auch mitunter mehrere Stunden über diese Wasserkocherei und so weiter drauf. Ne? Das heißt, sie haben schon einiges mitgemacht, ihre Qualität haben sie bewiesen und sie funktionieren nach wie vor noch. Von daher bin ich unterm Strich mit den Töpfen zufrieden und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich euch das jetzt hier mal vorstellen wollte. Denn ich hatte ja gesagt, alle meine Touren, Sachen, die ich benutzt habe, möchte ich hier auch in entsprechendes Video von pressen. Bei mir auf der Webseite gibt es ja schon den entsprechenden Beitrag dazu. Wie gesagt, in der Videobeschreibung unten drin. Und hier geht die Reihe durch. Ne?
Und üblicher Disclaimer in meinen Videos, wie immer, ich bin unabhängig, frei, und das habt ihr jetzt, glaube ich, auch schon gesehen. Irgendeine Werbenote würde euch das ganz bestimmt nicht erzählen, was es hier noch für Nachteile gibt, weil dann hättet ihr nämlich keinen Sponsoringvertrag mehr. Ganz einfach. Ja, so ist die Wahrheit, so ist das echte Leben. Wer zu viel dessen sagt, was man nicht sagen sollte, der fliegt raus. Und wenn er meine Ehrlichkeit hier entsprechend honorieren möchte, dann tut er das leider momentan nach wie vor nicht, wenn er euch losrennt hier und diese Töpfe kauft, sondern wenn ihr mir die Unterstützung direkt zukommen lässt, auf dass ich davon hin weiter solche Videos produzieren kann mit jenen Produkten, die ich nicht nur nutze, sondern natürlich euch entsprechend wahrheitsgemäß in Erfahrungsberichten zusammenfasse. Auf dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr hier auch Alternativen bitte mit rausbringt. Ja, so wie ich nämlich, das war der Grund, damals gesucht hatte für die Töpfe, ewig nichts Passendes gefunden habe. Prämisse ist gewesen, ein Edelstahl-Topfset, das ich ineinander platzsparend stapeln kann. Und wie gesagt, es muss feuerfest sein. Das ist ganz wichtig, was heute leider immer weniger gibt, weil irgendwelche Plaste-Silikonteile oder Mechanismen dran sind, die keine Feuer mehr vertragen, weil offensichtlich die heutige Outdoor-Industrie davon ausgeht, dass sich alles bloß noch mit einem Taschenwärmer oder ich weiß nicht, einige Leute nutzen wahrscheinlich ihre Sachen mit Unterfleisch drüber überhaupt rein, gar nicht erwärmen. Ja, das weiß man alles nicht. Ich ziehe es immer noch dazu durch, wozu so etwas da ist, nämlich die Flamme. Auf dahin, wenn ihr hier also Input habt, immer her in die Kommentare. Lasst uns nicht verdummen, beziehungsweise gebt uns alles ein bisschen Alternativen. Ich bin der Meinung, teurer als das würdet ihr wahrscheinlich nie viel finden. Ne? Wie schon gesagt, recht vielen Dank für eure Geduld, eure Aufmerksamkeit beim Zuschauen. Ich wünsche euch bei eurem Kocherlebnissen draußen im Busch, dass es immer in jedem Fall gut schmeckt. Aber da habe ich eigentlich nie einen Zweifel, weil wenn man draußen ist, hat man immer Hunger. Und wenn man Hunger hat, dann schmeckt praktisch alles, was man da kriegt, außer irgendeine Tutensuppe. Das ist immer scheiße. Aber selbstgemachte Sachen, und dafür ist ja ein Topf da, daran dürfte es eigentlich nicht hapern. Ich wünsche euch dabei also in jedem Fall guten Hunger und wie immer bei mir viel Spaß draußen.